Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir sind auf Killjagd. Wir müssen mit Kreuzern irgendwelche Schiffe killen. Und jetzt haben wir mal ein paar Kreuzer durch und jetzt haben wir auch nochmal die La Galisionnaire mal zwischen. Wir haben uns entschlossen, hier hinten nach C zu fahren. Wir sagen ja liebevoll immer Todescanyon dazu. Tja, Flugzeugträger wäre schön, wenn du ein bisschen weiter fliegen würdest, dass wir auch sehen, was da ist. Ah. Auf die Idee kam der gegnerische Flugzeugträger auch. Ah, da haben wir doch was zum Bespaßen. Und Flugzeugträger kommt auch mit seinen Dingens hier hin. Alles daneben, super. Ja, super. Ich habe schon vor einer halben Stunde gesehen. Den hatte ich nicht gesehen. Knapp an meinem Torp vorbei. Zita! Mein Torp? Gegnerischer Kreuzer versenkt! Klasse, dafür finde ich den DD. Ja, ich habe ihn hier schon. Der kann uns nicht beide aufs Korn nehmen. Ah. Sag mal, unsere beiden Flugzeugträger nicht können nichts, ne? Oder sehe ich das falsch? Nö, nö, alles gut. Ich werde rausfahren müssen. Ach, ich brenne schon. Feueralarm! Flugabwehrfeuer! Boah, Monsterlegs. Oh, wir haben gekippt. Ganze drei Flugzeuge habe ich erwischt. Kommen wir da oben zur Insel? Da scheint nämlich der Träger zu hocken. Fünf habe ich, ja. Kommt denn die Graf Spee hierher? Sechs, sieben. Nö, bleib bei drei. Ja, da trafen die nicht, dass der uns unterstützen soll, ne? Und vor allem, gleich ist er tot. Weil da ein Kreuzer kommt. Ach nee, ist eine Kongo. Oder warten wir noch was? Ich glaube, die Duca will hier rein. Unser Team hat die Führung übernommen. Die Duca Oste? Ja, kann man gleich wegtorpen.
Ja, Torb sind unterwegs. Na, der wird langsamer. Ich bin gerade am Drehen. Da kommen schon wieder Bomber. Alle Stationen. Da Feuer ist der Flugzeugträger. Und irgendwas Großes beschießt mich. Ja, den einen für sich. Ja. Nein, bin rausgekommen. Da kommt eine Nürnberg. Torps mit drin. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich brenne schon wieder und. Ja, ich auch. Alter, die Nürnberg, die ist doch nicht normal, ey. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Oh, hier kommen ja Torps von rechts. Ja. Da, ja, hab ich nicht gesehen. Ich bin gleich 330 der Treffer hier. Ah, oh, Gott sei Dank. Erste Zitadelle heute. Also die Flugzeugträger haben beide keine Ahnung davon, was sie da machen. Sechs. Abpraller auf den Flugzeugträger. Und der hat mich wieder angezündet. Feueralarm! Maschinenboost deaktiviert. Also unsere, also der von den Gegnern ackert gut. Also der macht mir das Leben schwer, sag ich dir. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Unser Sieg ist in Sicht. Was macht unser Flugzeugträger? Tja, der weiß es selber nicht. Jetzt kommen wieder drei Staffeln von dem. Der hat wohl auf Anti-Air komplett getrimmt. Der hat nicht so viel zum Schaden machen. Ja, aber der hat ja die ganze Zeit einen Bomber da über sich drüber gurken. Ja, der weiß nichts damit anzufangen. Ja. Und mit Flugzeugen fernhalten hat er auch keinen blassen Schimmer. Ja, sonst wäre er doch hier oben bei uns gewesen. Also sogar ich habe mittlerweile 18 Flugzeuge. Und du? 10 hatte ich. Da kommen ja wieder Bomber auf dich, Torbomber, rechts. Jetzt lenk gleich nach rechts. Und nach rechts lenken jetzt. Bremsen. Ja, sieht gut aus. Da kommst du raus. Jetzt kommt der Dingensbomber, da komme ich. Da komme ich nicht raus, da brenne ich. Ich denke auch. Oh, er hat da daneben geholzt. Ja, aber im letzten Moment ein bisschen drüber gehört. So, jetzt kann er dir ein bisschen helfen. Der hat alle drei Staffeln jetzt da und soll er dir alles fernhalten. Der soll dir von vorne was weghalten, nicht von hinten. Ach Gott. Andere Probleme. Nach rechts lenken, Torpedos, rechts. Da kommst du raus. Ah, ich muss Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja, komm, ich bin raus. Hat sich festgefahren. Ja, aber ich mache hier nur Popelstreffer. So, ein Popelschiff. Jetzt schießt noch einer drauf. Hat er nicht mehr gekriegt.
zerstört. Jetzt konnten sie plötzlich drauf schießen, ne? Ja, unser Flugzeugträger hat erst zum Ende hin kapiert, was er zu tun hat. 23 Flugzeuge habe ich erwischt. Ich nur 10. Ach, der hatte ja eine Burg. Deswegen hatte der... Nee, Rio war das gewesen. Naja, 18 Flugzeuge der. Die Burg, die eigentlich dafür da ist, Flugzeuge abzuschießen, nur 5. Naja. Die gegnerische auch nur 7. Ja. Und zusammen hatten wir 33 Flugzeuge. Ja, naja. Dann hat wenigstens der Ultra-Killer jetzt mal das Fähnchen oben gehalten und ist Erster geworden. Ich habe es noch auf Platz 3 geschafft, auch nur weil du 23 Flugzeuge abgeschossen hast, sonst hättest du das nicht. ansonsten sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Dann habe ich der Ryu irgendwie doch ein bisschen Unrecht getan, weil 18 Flugzeuge hat er doch abgeschossen. Aber das war nicht wirklich das Gute, weil den habe ich nämlich gemeldet. So, danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.